Herzlich willkommen zum Deloitte-Webcast zur befristeten Senkung der Umsatzsteuersätze. Unsere letzte virtuelle Veranstaltung hierzu fand Ende Juni statt, als die Maßnahme unmittelbar bevorstand, und jetzt sind die 6 Monate fast schon wieder vorbei. Wir möchten daher praktische Fallgestaltungen diskutieren, mit denen wir bzw. unsere Mandanten in der Vergangenheit konfrontiert waren, und Ihnen Hinweise dazu geben, was zum Jahresende zu beachten ist, wenn die Steuersätze zum 1. Januar 2021, also auch in etwas mehr als einem Monat, schon wieder angehoben werden. Mein Name ist Inga Kruse, ich bin in der Berliner Niederlassung von Deloitte tätig und ich freue mich, die Diskussion heute mit meinem Kollegen Lukas Hechel zu führen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Hechel und ich bin Teil des Umsatzsteuerteams von Deloitte und sitze in München. Die Umstellung der Umsatzsteuersätze hat uns alle in Atem gehalten. Berater, Systemimplementierer und natürlich auch die Steuerpflichtigen aller Branchen. Die kurze Bemessung der Umstellungsphase, die Komplexität der Regelungen und nicht zuletzt die Unsicherheiten, die vielen Einzelbereichen innegewohnt hat, hat einmal mehr gezeigt, dass Umsatzsteuer so viel mehr ist als 19,7%. Im heutigen Webcast möchten wir einerseits darauf eingehen, welche Lektionen wir um den 1.7. dieses Jahres im Zusammenhang mit der Erhöhung der Steuersätze gelernt haben. Da die Rechnung, egal ob digital oder in Papierform, ein zentrales Element darstellt und wir viele Fragen unserer Mandanten beantwortet haben in diesem Zusammenhang, möchten wir hier später darauf eingehen, was hier noch zu beachten ist. Im Anschluss daran möchten wir die Auswirkungen der Steuersatzänderung auf die Gastronomie eingehen, bevor die spannenden Aspekte im Zusammenhang eben mit Gutscheinen in der Gastronomie beleuchtet werden. Und zum Abschluss möchten wir Ihnen eine kleine Checkliste für den Jahreswechsel mitgeben. Damit wir alle auf demselben Stand sind, hier nochmal kurz die Frage, worum geht es, beziehungsweise was waren die genauen Maßnahmen im Rahmen des zweiten Konjunkturpakets 2020? Der Schwerpunkt lag hier ganz klar auf dem Bereich der Umsatzsteuer und der Einfuhrumsatzsteuer. Das heißt, es wurde zum einen die Steuersätze für das zweite Halbjahr auf 16,5% gesenkt und es wurde mehr Zeit geräumt, um die geschuldete Einfuhrumsatzsteuer abzuführen. Die kurzfristige und kurz befristete Maßnahme, also nur 6 Monate, hat alle Unternehmen und vor allem die betrieblichen Prozesse in der Praxis vor einige Herausforderungen gestellt, denn die Senkung der Umsatzsteuersätze betrifft Eingangs- und Ausgangsseite, und zwar, Lukas, wie du schon gesagt hast, im Bereich der Rechnungen und aller Systeme, die mit der Umsatzsteuer zusammenhängen. Und das sind nicht wenige. Ja, und leider hat da die Nichtbeanstandungsregel, die das BMF für alle Umsätze zwischen Unternehmen im B2B-Bereich also für den Monat Juli erlassen hat, nämlich dass man in dieser Zeit trotzdem noch mit 19,7% fakturieren konnte, ohne dass dem Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug versagt wurde, leider auch keine besonders spürbare Erleichterung gebracht. Das BMF hat sich in den letzten Monaten in verschiedenen Schreiben, immerhin 5 in der Zeit von Juni bis November, zu Themen im Zusammenhang mit der Steuersatzsenkung geäußert. Der Startschuss wurde am 30. Juni, also einen Tag nach der Verkündung des Gesetzes, gegeben, mit einem recht umfangreichen Schreiben und allgemeinen Hinweisen. Dann folgten direkt am Tag danach Schreiben zur Ergänzung der Anleitung der Umsatzsteuervoranmeldung und der Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung. Nochmal einen Tag später, am 2. Juli, gab es ein Schreiben betreffend die Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen. Und dann war mehr oder weniger Ruhe, bis das BMF sich vor ungefähr 2 Wochen nochmal am 4. November ebenfalls zu einem etwas umfangreicheren Schreiben gemeldet hat, zu allgemein verschiedenen Fallgruppen. Allein daran sieht man aber auch schon, dass die Maßnahme der Steuersatzsenkung in der Umsetzung zu vielen Problemen führt. Angefangen bei der Bestimmung des richtigen Steuersatzes bis zur Frage, wie und wo denn die Umsätze in der Voranmeldung einzutragen sind. In der Tat, neben den ganzen umstrittenen volkswirtschaftlichen Effekten der temporären Steuersatzsenkung, wurden die Steuerpflichtigen mit diesen Problemen konfrontiert. Aufgrund der Fülle von Abgrenzungsfragen gehen wir leider davon aus, dass das Jahr 2020 in den steuerlichen Außenprüfungen zu vermehrten Diskussionen mit der Finanzverwaltung führen werden. Erste Umsatzsteuer-Sonderprüfungen wurden in diesem Zusammenhang bereits angeordnet.
Um hier ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir die größten Brennpunkte zusammengefasst. Diese Brennpunkte haben wir aufgrund unserer Praxiserfahrung gruppiert. Der Ausgangspunkt bei den Fragen zur Anwendung des Steuersatzes ist stets der Zeitpunkt der Leistungserbringung. Dass dies in der Praxis häufig sehr schwer ist, haben uns die letzten Monate eindrucksvoll bewiesen. Sobald die Frage der Leistungserbringung geklärt ist, können wir die Auswirkungen auf Vorsteuerabzug und Rechnungslegung definieren. Im Folgenden werden wir, wie eingangs schon angekündigt, einen Schwerpunkt auf die Themen legen, die uns in der Praxis am häufigsten begegnet sind. Und das sind die Bereiche Zahlung vor Leistung, also Anzahlungen, Abschlagszahlungen und so weiter, und die Abgrenzung von Teilleistungen. Genau. Die Hauptspielwiese der Steuersatzsenkung ist, wie schon im Juni vermutet, dieses kleine Puzzle hier, in dem Anzahlungen, Teilleistungen, Dauerleistungen und wiederkehrende Leistungen ineinander greifen. Auch hier nochmal kurz, worum geht's? Bei Anzahlungen oder auch Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen oder Vorschüssen, der Bezeichnung ist da keine, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wird eine Zahlung vor Erbringung der Leistung getätigt und die Gesamtleistung wird dann am Ende Schluss abgerechnet. Dauerleistungen werden über einen längeren Zeitraum erbracht, im Gegensatz zu wiederkehrenden Leistungen, die eben nicht dauerhaft, sondern regelmäßig in größeren Zeitabständen erbracht werden. Teilleistungen wiederum liegen vor, wenn, wie der Fort schon sagt, eine Gesamtleistung in mehreren Teilen erbracht wird. Kombinationen sind hier natürlich möglich, zum Beispiel wird eine Dauerleistung in Teilen erbracht und jeweils Anzahlungen werden dann noch für die einzelnen Teilleistungen vereinnahmt. Aber schauen wir uns das Thema einfach mal anhand von konkreten Beispielen an. Und zwar angefangen mit dem Thema Teilleistung und Dauerleistung, denn insbesondere hier kommt es für die Anwendung des korrekten Steuersatzes darauf an, zu bestimmen, wann eine Leistung erbracht wurde. Und das ist eben nicht immer so einfach. Teilleistungen kommen häufig im Zusammenhang mit Dauerleistungen, das heißt Leistungen, die sich eben über einen längeren Zeitraum hinziehen, vor. Unter Teilleistungen versteht man wirtschaftlich abgrenzbare Teile einer Leistung, für die das Entgelt gesondert vereinbart wird und die statt der einheitlichen Gesamtleistung geschuldet werden. Sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer müssen sich darüber einig sein, dass die Gesamtleistung wirtschaftlich, rechtlich und tatsächlich in Teilleistungen aufgespalten werden kann und soll. Und danach muss dann auch in der Praxis tatsächlich verfahren werden. Was sind denn hier so typische Beispiele? Mir würde die Miete einfallen. Ja, genau. Miete ist ein gutes Beispiel, auch für eine Dauerleistung. Und zur Miete gehören natürlich auch die mit abgerechneten Neben- oder Betriebskosten. Aber auch längerfristige Bauprojekte können zum Beispiel als Teilleistung erbracht werden. Das stimmt. Bei solchen Bauleistungen ist es ja immer vor allem wichtig, dass eine Abnahme der Teilleistung bzw. des Teilprojektes erfolgt. Und zwar mit allen zivilrechtlichen Folgen, zum Beispiel Beginn der Gewährleistungsfristen und so weiter. Das BMF hat hier schon im Jahr 2009 in einem sogenannten Melkblatt zur Umsatzsteuerung, Besteuerung der Bauwirtschaft, detaillierte Hinweise dazu gegeben, wann Teilleistungen bei Bauprojekten vorliegen können. Und das Schreiben hat immer noch Geltung. Was auch bei Bauleistungen wichtig ist, ist, dass ein gesondertes Entgelt für die Teilleistung vereinbart sein muss. Und hier muss man wirklich aufpassen, denn nur weil je nach Baufortschritt vielleicht Anzahlungen geleistet werden, ist das nicht gleichzusetzen mit der Vereinbarung von Teilentgelten. Man konzentriert sich in der Praxis häufig auch auf die Frage der Abnahme, aber gerade wenn vielleicht im Nachhinein noch Teilleistungen für nicht fertiggestellte Arbeiten vereinbart werden sollen, darf eben dieser Aspekt der gesonderten Entgeltvereinbarung nicht vergessen werden. Wenn vielleicht auch ein pauschaler Gesamtpreis ausgemacht wurde, ist es dann eher schwierig, hier noch zu Teilleistungen zu kommen. Das Gleiche gilt auch für Architektenleistungen. Hier hat die Finanzverwaltung schon länger im Anwendungserlass festgelegt, dass grundsätzlich eher nicht von Teilleistungen auszugehen ist. Auch wenn die Leistungsinhalte sich an der HOAI orientieren. Es können zwar im Einzelfall natürlich trotzdem Teilleistungen vereinbart werden, aber hier ist dann neben der wirtschaftlichen Teilbarkeit auch die gesonderte Vereinbarung ein wichtiger Punkt.
Teilleistungen kommen, wie gesagt, im Zusammenhang mit Dauerleistungen vor, die dann wiederum von den wiederkehrenden Leistungen abzugrenzen sind. Aber zunächst einmal, was sind Dauerleistungen? Das BMF bleibt hier recht allgemein und definiert sie als Leistungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und bei denen eine durchgehende Leistungsbereitschaft und Leistungserbringung geschuldet wird. Es handelt sich dabei typischerweise um sonstige Leistungen, zum Beispiel, wie bereits angesprochen, die Vermietung oder auch eine laufende Geschäftsbesorgungsleistung. Aber auch die Gesamtheit mehrerer Lieferungen kann eine Dauerleistung sein, wie zum Beispiel die Lieferung von Baumaterial. Eine Dauerleistung kann aber auch in mehreren Teilleistungen erbracht werden. Die Bestimmung, ob eine einheitliche Dauerleistung oder einzelne Teilleistungen vorliegen, ist aber in der Praxis gar nicht so leicht, oder? Nein, aber hier gilt, kleine Frage, große Wirkung. Dauerleistungen gelten grundsätzlich dann als erbracht, wenn sie vollendet sind. Im ersten oberen Beispiel hier auf der Folie wird eine einjährige Dauerleistung erbracht, die eben nicht in Teilleistungen unterteilbar ist. Sie ist also am 31.12. ausgeführt. Und somit Umsatzsteuer in Höhe von 16% für das gesamte Jahr. Genau. Aber im zweiten unteren Fall wird die Dauerleistung in quartalsweisen Teilleistungen erbracht und Teilleistungen sind eben wiederum mit ihrer Vollendung erbracht. Das heißt, in diesem Fall gilt die gesenkte Umsatzsteuer nur für die Leistungen, die im zweiten Halbjahr erbracht wurden. Da sollte man aber in jedem Fall ein Auge darauf haben, vor allem wenn in diesem Zusammenhang zu Jahresbeginn auch noch Vorausrechnungen erteilt worden sind. Da haben wir später dann im Themenblock Rechnungen noch ein paar schöne Beispiele dafür. Ich freue mich schon drauf. Die Frage taucht ja immer wieder auf, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Dauermietrechnungen. Aber nochmal kurz zu Dauer- und Teilleistungen. Das BMF hat in diesem Zusammenhang jetzt nämlich noch ein konkretes Beispiel gegeben, und zwar zu Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements. Aber das sind doch klar Dauerleistungen, oder? Ja, aber die Frage ist eben, wann sie erbracht werden. Und das BMF hat hier nochmal darauf hingewiesen, dass solche Abonnements eben als Dauerleistung grundsätzlich nicht in Teilleistungen unterteilbar sind und damit der Leistungszeitpunkt und der anwendbare Steuersatz sich nach dem letzten Tag des jeweils vereinbarten Leistungszeitraums richten. Und das gilt dann unabhängig davon, ob ich ein digitales oder Print-Abo habe. Nicht ganz. Laut BMF soll es bei Print-Abos so sein, dass Teilleistungen vorliegen können, wenn für die einzelnen Ausgaben ein gesondertes Entgelt verabgerechnet wird. Wenn also nur ein Gesamtkaufpreis vereinbart ist, bleibt es dabei, dass es keine Teilleistungen sind. Richtig. Was jetzt aber passiert, wenn ein Kombipaket gebucht ist, also wenn ich zum Beispiel ein Print-Abo habe und gleichzeitig digitalen Zugang, dazu hat sich das BMF vorsichtshalber nicht geäußert. Aber auch hier wird es auf die Grundsätze ankommen. Was ist genau zu den Bezugsräumen, Zeiträumen vereinbart? Gibt es Teilentgelte? Gibt es nur einen Gesamtkaufpreis? Und so weiter. Aber kommen wir zu einer weiteren spannenden Abgrenzungsfrage, nämlich der Frage, liegt eine Dauerleistung oder eine wiederkehrende Leistung? Wiederkehrende Leistungen werden in regelmäßigen Abständen einmal oder auch mehrfach jährlich erbracht. Sie sind also keine Dauerleistungen. Das BMF hat auch hierzu ein konkretes Beispiel gegeben, und zwar für einen sogenannten jährlichen Wartungsvertrag, nachdem der Auftragnehmer verpflichtet ist, eine technische Anlage, sagen wir zum Beispiel eine Heizung, einmal jährlich zu überprüfen. Der Techniker kommt also einmal pro Jahr, macht seine Arbeit und erstellt ein Prüfungsprotokoll. Es handelt sich nicht um eine Dauerleistung, sondern um eine zeitpunktbezogene Leistung. Das heißt, der anwendbare Steuersatz richtet sich danach, wann die Überprüfung tatsächlich durchgeführt wurde. Es kann aber natürlich trotzdem Wartungsverträge geben, bei denen Dauerleistungen erbracht werden. Dann gelten wieder die eben dargestellten Grundsätze, nämlich, dass die Leistung, wenn sie auf ein Kalenderjahr bezogen erbracht wird, am 31.12. ausgeführt ist und damit nur 16% Umsatzsteuer anfallen. Puh, die Abgrenzung ist aber in der Praxis gar nicht so leicht. Vor allem, wenn der Rechnung ein Prüfprotokoll beiliegt und als Leistungszeitraum gleichzeitig 1.1. bis 31.12. angegeben ist. Dann hilft wohl eigentlich nur noch ein Blick in den Vertrag, um herauszufinden,
welcher Fall denn nun vorliegt. Und das kann sehr mühsam sein. Noch interessanter wird es auch, wenn unbehrige Anzahlungen eingefordert werden, womit wir dann schon beim nächsten Thema sind. Danke, Lukas. Genau. Kommen wir zum letzten Teil unseres kleinen Puzzles, nämlich den Anzahlungen. Es gibt unzählige Fallkonstellationen. Wir haben uns hier zwei herausgesucht, die das Thema aus praktischer Sicht am besten verdeutlichen. Und zwar zunächst einmal den Fall, dass eine Leistung, zum Beispiel eine Bauleistung, im zweiten Halbjahr 2020 erbracht wird und bereits im Vorhinein Anzahlungsrechnungen gestellt und Anzahlungen geleistet wurden. Und im Anschluss schauen wir uns gleich noch an, was passiert, wenn die Leistung erst in 2021 erbracht wurde. Genau. Also, nehmen wir an, ein Bauprojekt für die Errichtung eines Gebäudes läuft schon seit 1 oder 2 Jahren. Teilleistungen sollen zunächst einmal hier jetzt nicht vereinbart sein. Dann haben wir hier das Jahr 2020 anhand einer Zeitschiene dargestellt. Im März wurde eine Anzahlungsrechnung erstellt, auf der ganz normal 19% Umsatzsteuer ausgewiesen wurde. Damals hat auch noch niemand an eine Steuersatzsenkung gedacht. Im Juni wird eine weitere Anzahlungsrechnung gestellt und hier ist ebenfalls 19% Umsatzsteuer ausgewiesen, wobei hier aber auch schon 16% angegeben sein könnten, wenn sicher war, dass die Leistung tatsächlich im zweiten Halbjahr erbracht wird. Faktisch allerdings nur am 30.06., weil das Gesetz erst am 29. Juni verkündet wurde. Die letzte Anzahlungsrechnung vor der Leistungserbringung im Oktober wird im August gestellt. Damit steht auch fest, dass die Leistung insgesamt nur 16% Umsatzsteuer unterliegt, und zwar unabhängig davon, ob die Schlussrechnung noch in 2020 oder erst in 2021 gelegt wird. Soweit, so gut. Zumindest erst einmal in der Theorie. Gerade wenn die Projekte über mehrere Jahre liefen, ist es in der Praxis gar nicht so einfach, für diesen Beispielsfall eine richtige Schlussrechnung zu legen und vor allem die geleisteten Anzahlungen richtig darzustellen und abzusetzen. Das BMF hat dann auch noch im Schreiben vom 4.11. der pragmatischen Lösung einen Riegel vorgeschoben, dass die bisherigen Anzahlungsrechnungen im Rahmen einer folgenden und immer noch Anzahlungsrechnung schon mal korrigiert werden, also quasi im Vorgriff auf die Schlussrechnung. Die Lösung ist von einigen Unternehmen auch tatsächlich schon praktiziert worden, weil zum Teil auch die Systeme automatisch die bisherigen Anzahlungen in die Folgerechnungen automatisch einbeziehen und die Gesamtsumme anhand des aktuell geltenden Steuersatzes herunterkorrigiert haben. Dies wird aber ganz klar von der Finanzverwaltung nicht anerkannt. Die Korrektur der Steuersätze kann ausschließlich erst in der Schlussrechnung vorgenommen werden. Das ist für den leistenden Unternehmer schon komplex, aber auch für den Leistungsempfänger wird es ja nicht einfacher. Denn er muss prüfen, ob die Rechnungen des Auftragnehmers in Ordnung sind und vor allem, in welcher Höhe der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Das wird am Ende, wenn die Schlussrechnung vorliegt, ein großer Spaß. Nicht nur die Anzahlung korrekt abzusetzen, vielleicht noch mit der Rückgängigmachung einer Zwischenkorrektur, sondern auch nachzuvollziehen, aus welcher Rechnung wie viel Vorsteuerabzug geltend gemacht wurde. Das sollte alles möglichst genau dokumentiert werden, denn wie du schon gesagt hast, Lukas, erwarten wir, dass auch das ein Thema in zukünftigen Betriebsprüfungen sein wird. Aber schauen wir uns nochmal den Fall an, dass die Leistung erst im nächsten Jahr erbracht wird. Wir haben eben Anzahlungsrechnungen im März und im Juni mit 19% Umsatzsteuer. Im August wurde eine Anzahlungsrechnung mit 16% Umsatzsteuer ausgestellt, weil geplant war, dass das Projekt im November und im Dezember oder Dezember fertig werden sollte. Es ist dann aber tatsächlich erst im Januar fertiggestellt worden, sodass die Schlussrechnung wieder mit 19% auf die gesamte Auftragssumme gestellt wird. Hier haben wir dann die spiegelbildlichen Themen vom Beispiel von vorhin. Vor allem, wenn dann vielleicht Ende November noch eine weitere Anzahlungsrechnung mit 16% Umsatzsteuer gestellt wurde, die aber vielleicht erst im Januar bezahlt wurde, dann muss der leistende Unternehmer schon 19% Umsatzsteuer hieraus abführen, der Leistungsempfänger darf aber nur die ausgewiesenen 16% abziehen. Sofern also jetzt noch Anzahlungsrechnungen für Leistungen gestellt werden, die erst im nächsten Jahr oder auch noch später erbracht werden, empfehlen wir möglichst schon mit 19% Umsatzsteuer abzurechnen, um die Schlussrechnung nicht noch weiter zu verkomplizieren.
So viel aber erstmal zu den Anzahlungen. In der Praxis ist es nicht immer einfach zu entscheiden, ob Anzahlungen geleistet werden oder Teilentgelte für eine Leistung, wie vorhin auch schon besprochen. Das Thema Anzahlung ist aber auch im Zusammenhang mit Leistungen aus dem Ausland wichtig. Wenn man Leistungen aus dem Ausland bezieht, werden diese vom Leistungsempfänger entweder als innergemeinschaftliche Erwerbe erklärt oder als Leistung, für die die Steuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz geschuldet wird. Bei Waren aus dem Drittland fällt für die Einfuhr zusätzlich zum gegebenenfalls Zoll auch die Einfuhrumsatzsteuer an. In diesem Zusammenhang ist es ganz wichtig, zwischen der Frage zu unterscheiden, wann die Leistung erbracht ist und wann die Steuer hierfür entsteht. Denn insbesondere bei Leistungen aus dem Ausland fallen diese Zeitpunkte auseinander. Und die Steuer entsteht meistens später, als die Leistung tatsächlich ausgeführt wurde. Der korrekte Umgang mit vor allem innergemeinschaftlichen Erwerben und Dienstleistungen aus dem Ausland ist vor allem für Unternehmer relevant, die nur teilweise oder eben gar nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, weil sie eben nicht mit der Anmeldung der Umsatzsteuer gleichzeitig den Vorsteuerabzug in identischer Höhe geltend machen können. Aber auch bei vollvorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen konnte eben nicht einfach der höhere Steuersatz weiter angewandt werden. Das wäre die pragmatischste Lösung gewesen, weil der Vorsteuerabzug tatsächlich nur in der geringeren Höhe zulässig ist. Es käme also insoweit zu einer Steuerverkürzung. Die Unterscheidung ist ja auch schon ohne die Änderung des Steuersatzes in der Praxis einfach schwierig. Zumal noch dazu unterschiedliche Zeilen bzw. Felder für innergemeinschaftliche Erwerbe und 13b-Leistungen in der Umsatzsteuervoranmeldung zu befüllen sind. Aber schauen wir uns das Ganze einfach nochmal mit einem Beispiel zum Jahresende an. Genau. Nehmen wir an, es wird Ware bei einem Unternehmen in Italien bestellt, und zwar noch im Dezember. Die Ware wird vor Weihnachten versendet und wir sagen, es läuft alles gut, sie trifft auch noch kurz vor Silvester hier in Deutschland beim Besteller ein. Dann ist auf den innergemeinschaftlichen Erwerb der Steuersatz von 16% anwendbar, und zwar unabhängig davon, ob die Rechnung noch im Dezember oder erst im Januar ausgestellt wird. Inga, wir haben das Beispiel aber schon eindeutig gewählt. Man kann sich ja in der Theorie schon darüber streiten, wann jetzt nämlich der innergemeinschaftliche Erwerb tatsächlich ausgeführt wurde. Wenn die Ware versendet ist oder erst, wenn sie beim Besteller angekommen ist. Das stimmt. Das Beispiel ist bewusst so gewählt. Wobei dann bei der ganzen Frage, wann ist, ob es auf den Versand oder auf die Ankunft beim Besteller ankommt, muss man natürlich auch noch danach unterscheiden, wer letztlich für den Transport verantwortlich ist. Aber wie dem auch sei, wichtig war uns ja einfach hier nochmal aufzuzeigen, dass es sich vor allem für nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmer zum Ende des Jahres hin lohnen kann, Waren zu bestellen, sodass sie möglichst noch im Dezember geliefert werden und 16 oder 5% Umsatzsteuer anwendbar sind. Voraussetzung ist hierfür aber eben, dass die Lieferung auch schon ausgeführt wurde und die Rechnung gleichzeitig oder anschließend erstellt wird. Genau. Wird nämlich im Dezember nur eine Anzahlungsrechnung vor dem Versand der Ware erstellt, gelten die allgemeinen Grundsätze zu Anzahlungen. Das heißt, wenn die Ware erst physisch im Januar geliefert wird, sind wieder die regulären Steuersätze von 19 und 7% anwendbar. Anzahlungsrechnung ist ein gutes Stichwort für den nächsten Themenkomplex. Die Abrechnung. Wir haben jetzt gehört, welche Abgrenzungsschwierigkeiten in der Praxis auftreten, wenn es darum geht zu bestimmen, ob Dauerleistungen oder Teilleistungen vorliegen. Lass uns aber auch nochmal darüber sprechen, was das für die Abrechnung der einzelnen Leistungen tatsächlich bedeutet und worauf wir als Leistender und Leistungsempfänger achten müssen. Und hier liegt der Teufel, wie zu erwarten, im Detail. Lass uns das Beispiel von vorhin ansehen und diesmal aber mit der Belegbrille beleuchten. Wie dargelegt, unterliegt die gesamte Leistung der Besteuerung von 16%. Unabhängig davon, mit welchem Steuersatz die jeweiligen Anzahlungen besteuert wurden. Das heißt, in der Schlussrechnung muss ich die Steuersatzdifferenz entsprechend ausgleichen. Wichtig ist hier, dass die Anzahlungsrechnungen mit Steuerausweis offen abgesetzt werden, um eine Steuerschuld nach § 14c USWG aus den Anzahlungsrechnungen zu verhindern. Wichtig ist auch,
dass es eine Berichtigung der Anzahlungsrechnungen nicht braucht, wenn die Umsatzsteuer für die gesamte Leistung zu 16% ausgewiesen wird. Dies kann dann im Beispiel so aussehen. Nur mit dieser Vorgehensweise ist gewährleistet, dass einerseits die Umsatzsteuer aus den Anzahlungen zutreffend abgesetzt wird und andererseits die Leistung vollumfänglich mit 16% besteuert wird. Dies lässt sich demonstrieren, wenn man die Netto- und die Steuerbeträge mal zusammenrechnet. Es würde nämlich ein offener Nettobetrag von 3.000 Euro verbleiben. In Anbetracht der offenen Bruttoforderung jedoch lediglich ein Steuerbetrag von 270 Euro. Aufgrund der Tatsache, dass die zwei Anzahlungen jeweils mit 19% versteuert wurden, die Gesamtleistung jedoch 16% unterliegt, muss hier die Differenz ausgeglichen werden. Selbstverständlich entfällt hier die Angabe eines Steuersatzes auf die Restzahlung. Das heißt, sowohl auf Seiten des Leistenden als auch auf Seiten des Leistungsempfängers muss ich hier auf eine korrekte Abrechnung achten, richtig? Genau. Ausgangsseitig wegen des Risikos des § 14c und eingangsseitig, weil gegebenenfalls mein geltend gemachter Vorsteuerabzug nicht zutreffend ist. Stichwort Vorsteuerabzug. Welchen Vorsteuerabzug habe ich denn als Ich kaufe alles KG aus dieser Rechnung? Die 270. Die Vorsteuerbeträge aus den beiden Anzahlungen in Höhe von 380 und 950 konnte ich ja schon im Zeitpunkt der Anzahlungsrechnung, im Zeitpunkt der Zahlung, geltend machen. Somit verbleibt ein Vorsteuerabzug in Höhe von 270. Hier ist darauf hinzuweisen, dass es rechnerisch übrigens möglich ist, dass Vorsteuer teilweise an den Fiskus zurückzuzahlen ist aus einer Schlussrechnung. Dies würde mit negativen Vorzeichen in der Umsatzsteuervoranmeldung geschehen. Und wie meldet der Leistende diese Leistung in seiner Umsatzsteuervoranmeldung? Die Anzahlungsrechnungen haben ja bereits in dem Moment die Anzahlungsbesteuerung ausgelöst, als sie tatsächlich bezahlt wurden. Im Zeitpunkt der Leistungsausführung sind die 10.000 Euro mit 16% zu besteuern. Dies geschieht in Zeile 28 bzw. Box 35 der Umsatzsteuervoranmeldung. Die Besteuerung der beiden Anzahlungen zu 19% sind entsprechend in Zeile 26 bzw. Box 81 mit negativer Bemessungsgrundlage zu korrigieren. Dies sieht dann so aus. Einerseits melden wir die vollen 10.000 Euro zu 16% und gleichzeitig mindern wir die bisher mit 19% besteuerten Anzahlungen. Aus dieser Transaktion verbleibt in dieser Umsatzsteuervoranmeldung eine Zahllast von 270 Euro. Hier haben wir nun eine klassische Vorausrechnung. Es wird Anfang des Jahres über eine Leistung für das Gesamtjahr abgerechnet. Wie wir gesehen haben, ist dieser Wartungsvertrag wahrscheinlich eine Dauerleistung, weil über das ganze Jahr eine Leistungsbereitschaft besteht und die Leistung wird deshalb eben am letzten Tag des vereinbarten Leistungszeitraums erbracht, also hier am 31.12.2020. Genau, das wäre ja grundsätzlich unkritisch. Der Leistende besteuert bei Geldeingang mit 19% und demgegenüber hat der Leistungsempfänger mit der Zahlung der Rechnung den Vorsteuerabzug in gleicher Höhe. Nur, dass im Januar noch niemand was von der Steuersatzsenkung wusste. Und genau hier liegt das Problem. Mit Ablauf des 31.12.2020 wird die Leistung ausgeführt, da dies der letzte Tag des vereinbarten Leistungszeitraums ist. Das heißt, die Leistung unterliegt über die gesamte Rechnungssumme dem Steuersatz von 16%. Auf der Rechnung ist ja aber 19% ausgewiesen. Genau, und das führt dazu, dass die 19% nach 14c geschuldet sind und natürlich dann vom Leistungsempfänger nicht als Vorsteuerabzug geltend gemacht werden können. Nach Lesart des BMF-Schreibens vom 30.06. Randziffer 18 ist jedoch nur, unter Anführungszeichen, der Differenzbetrag nicht als Vorsteuer abziehbar, nicht jedoch der gesamte ausgewiesene Umsatzsteuerbetrag. Das heißt, das mögliche Risiko ist kleiner. Das heißt aber auch, die Leistungsempfänger müssen das auf dem Schirm haben, dass nämlich genau diese Rechnungen mit Ablauf des 31.12. ein Risiko beinhalten, also auf Seiten des Leistungsempfängers,
sofern sie nicht korrigiert werden. Und sie müssen eben von sich aus den Vorsteuerabzug rückwirkend runterkorrigieren. Leider. Das BMF hat uns hier leider auch nicht mit einer entsprechenden Nichtbeanstandensregelung beglückt. Ja gut, aber dann kontaktiere ich jetzt erstmal all meine Auftragnehmer und bitte darum, dass sie mir für entsprechende Leistungen berichtigte Rechnungen ausstellen. Das wäre eine super Idee, wenn nicht das BMF-Schreiben mit dem Schreiben vom 4.11.2020 in Randziffer 3 festgelegt hätte, dass die Steuer nur in dem Voranmeldungszeitraum berichtigt werden kann, in dem die Leistung ausgeführt wird. Das heißt, eine Berichtigung der Vorausrechnung mit entsprechender Berichtigung der Umsatzsteuer ist im vorliegenden Fall erst im Dezember 2020 möglich oder vielleicht sogar erst im Januar 2021, weil der Dezember abgelaufen ist. Hier kann man drüber diskutieren. Stimmt, das hatten wir vorhin auch schon mal. Aber was ist, wenn der Leistende sich dann weigert, eine korrekte Rechnung auszustellen? Er hat die Umsatzsteuer ja in voller Höhe abgeführt, sein Geld bekommen und damit ja eigentlich kein Risiko. Genau, weil das ist dann ausschließlich ein zivilrechtliches Problem, da eine zutreffende Rechnungsstellung als zivilrechtliche Nebenpflicht gilt. Steuerliche Druckmittel gibt es hier leider nicht. Das BMF hat am 4.11. dies auch nochmal ausdrücklich klargestellt. Man wird also auf eine gute Kommunikation mit dem Lieferanten angewiesen sein. Je nachdem, wie das Verhältnis tatsächlich ist, ist das ja mehr oder weniger erfreulich. Das stimmt. Und darüber hinaus hat uns das BMF-Schreiben vom 4.11. eine weitere Tretmine vergraben. Nämlich, wenn bei einer Voraus- oder Anzahlungsrechnung, die vor dem 1.7. mit 19% Umsatzsteuer ausgewiesen wurde, diese Rechnung jedoch erst nach dem 30.06. vereinnahmt wurde, also Geldeingang nach Juli für eine Rechnung aus dem Juni, soll diese Steuer eine 14c-Steuer sein. Das heißt, die 19% Umsatzsteuer aus dieser Vorausrechnung oder Anzahlungsrechnung können nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden. Dies ist auch im umgekehrten Fall zu beachten. Anzahlungs- und Vorausrechnungen, die vor dem 31.12. ausgestellt werden, aber das Entgelt erst im neuen Jahr vereinnahmt wird, sind mit 19 bzw. 7% zu besteuern, unabhängig vom Steuerausweis in der Rechnung. Das heißt, hier ist die Empfehlung ja eigentlich, solche Rechnungen dann gleich mit dem Steuersatz von 19 bzw. 7% auszustellen. Genau, und dies ist auch im BMF-Schreiben explizit so vorgesehen. Zum Thema Vorausrechnung fällt mir aber natürlich auch noch das Thema Jahresboni und Rückvergütungen ein. Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Ui, das ist auch spannend. Mit 31.12. kommt ja im Regelfall nicht nur das neue Jahr. Ganz ehrlich, ganz traurig bin ich nicht, wenn es dann 2020 endlich vorbei ist. Aber häufig ist dies auch der Stichtag für die Jahresboni. Diese gibt es ja in den unterschiedlichsten Ausprägungen, wie zum Beispiel Umsatz- oder Mengenrabatten. Dieses Jahr sind die Jahresboni deswegen spannend, da die zugrunde liegenden Leistungen sowohl mit 19 als auch mit 16% besteuert sein könnten, beziehungsweise mit 7 oder 5%. Ja, stimmt, weil ein Jahresbonus ist ja im Regelfall als Minderung der Bemessungsgrundlage im Sinne von § 17 USTG zu sehen. Das heißt, es stellt sich die Frage, welche Leistung denn nun gemindert wird, da ja für die Entgeltminderung der für die ursprüngliche Leistung geltende Steuersatz anzuwenden ist. Vorab ist grundsätzlich festzuhalten, dass die Minderung der Bemessungsgrundlage die Rückzahlung des Entgelts voraussetzt. Erst mit erfolgter Rückzahlung kann die Bemessungsgrundlage gemindert werden. Und selbstverständlich ist im Gleichklang beim Leistungsempfänger mit Erhalt des Jahresbonus der Vorsteuerabzug entsprechend zu mindern. Grundsätzlich wäre in Leistungen aufzuteilen, die in der ersten Jahreshälfte und die in der zweiten Jahreshälfte erbracht wurden. Das BMF gibt uns aber hier mehrere Vereinfachungsregelungen an die Hand. Einerseits die Aufteilung des Bonus im Verhältnis der Umsätze aus dem ersten Halbjahr zu den Umsätzen aus dem zweiten Halbjahr. Eine zweite Möglichkeit wäre die hälftige Teilung des Bonus, das heißt 50% mindern die 19% Umsätze und 50% mindern die 16% Umsätze. Dies setzt jedoch eine Rückvergütung für das gesamte Kalenderjahr voraus. Oder aber man stellt eine ausnahmslose Berichtigung mit 19% Umsatzsteuer.
Selbstverständlich gelten diese Beispiele auch, wenn ausschließlich Leistungen, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, erbracht werden. Sollten hingegen Leistungen, die erbracht werden, die sowohl dem Regelsteuersatz als auch dem ermäßigten Steuersatz unterliegen haben, gelten hier Sonderregeln. Hier kann zum Beispiel entweder das Verhältnis Regel zu ermäßigten Steuersatz auf die Jahresbasis oder Halbjahresbasis berechnet werden. In solchen Fällen ist, jedoch wie bisher schon, die Belegerteilungspflicht nach § 17 Absatz 4 USDG zu beachten. Wobei es in solchen Fällen ja unabhängig von der gesetzlichen Pflicht immer sinnvoll ist, einen Beleg auszustellen. Oh ja, das erleichtert die Dokumentation sehr. Aber dieses Vorgehen ist ja auch nicht auf die diversen Bonusaktionen beschränkt, oder? Nö, ganz im Gegenteil. Ein wichtigerer Punkt sind zum Beispiel die TP-Anpassungen, also Anpassungen aufgrund von Verrechnungspreisen. Diese gelten ja auch als Änderung der Bemessungsgrundlage im Sinne von § 17 USDG und somit sind diesbezüglich auch diese soeben dargestellten Grundsätze zu beachten. Kommen wir zum Thema Gastronomie oder Gastgewerbe, wie das BMF es bezeichnet. Auch das Thema betrifft alle Unternehmen, und zwar auch die, die nicht Teil der Gastronomiebranche sind. Denn bei der Prüfung der Eingangsrechnung im Bereich der Ausgaben für Verpflegung von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern ist eben besonders aufzupassen, weil die Gastronomie durch beide Corona-Steuerhilfegesetze begünstigt werden sollte. Mit der Folge, dass bis zum 30. Juni 2021 drei verschiedene Steuersätze anwendbar sind, nämlich vom 1. Juli bis zum 31. Dezember der ermäßigte reduzierte Steuersatz von 5% auf die Abgabe von Speisen zum Verzehr vor Ort und der reduzierte Regelsteuersatz von 16% auf die Abgabe von Getränken. Vom 1. Januar bis 30. Juni 2021 ist dann der ermäßigte Steuersatz von wieder 7% auf die Abgabe von Speisen zum Verzehr vor Ort anzuwenden. Und Getränke sind ab dem 1. Januar wieder ganz normal, das ist schon normal, mit 19% zu versteuern. Ja, das machte die Abrechnung nicht unbedingt einfacher. Nein, in der Tat nicht. Das BMF hat hier zumindest für sogenannte Kombinationsangebote, wie zum Beispiel Buffets, bei denen eben auch Getränke im Pauschalpreis enthalten sind, eine Vereinfachung insoweit vorgesehen, dass der auf die Getränke entfallende Entgeltanteil mit 30% des Pauschalpreises angesetzt werden kann. Naja, immerhin etwas. Das BMF hat ja die Anwendung der reduzierten Steuersätze auch für entsprechende Umsätze in der Silvesternacht erlaubt. Mal vorausgesetzt, dass dann überhaupt solche Umsätze möglich sind. Wobei, falls nicht, dann erhält man ja Gutscheine, die später eingelöst werden können. Genau, Gutscheine. Auch ein schönes Stichwort im Zusammenhang mit Restaurationsleistungen. Man differenziert bei den Gutscheinen ja seit 2019 grundsätzlich zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Okay, Einzweckgutscheine werden bei der Ausgabe versteuert, Mehrzweckgutscheine erst bei der Einlösung. Restaurationsgutscheine sind ja dann Einzweckgutscheine. Grundsätzlich richtig. Allerdings sind sie durch das erste Corona-Steuerhilfegesetz jetzt Mehrzweckgutscheine geworden, denn auf die Abgabe von Speisen und Getränken sind ja jetzt unterschiedliche Steuersätze anwendbar. Es sei denn, die Gutscheine sind ausdrücklich auf die Einlösung für entweder Speisen oder Getränke begrenzt. Dann sind sie weiterhin Einzweckgutscheine. Und das gilt vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021, oder? Das heißt ja, es muss genau nachvollzogen werden, welche Gutscheine ausgegeben wurden, wann sie ausgegeben wurden und ob sie schon versteuert worden sind. Korrekt. Dokumentation und Nachvollziehbarkeit sind zwar immer wichtig, aber für den Zeitraum der Steuersatzdeckung gilt das noch viel mehr. Deshalb haben wir eine kurze und nicht abschließende Checkliste für Sie zusammengestellt, was aus unserer Sicht zum Jahresende zu beachten ist. Was natürlich selbstverständlich ist und grundsätzlich immer gilt, ist die korrekte Anmeldung der Umsätze. In diesem Zusammenhang ist aber umso wichtiger, um sich auch auf kommende Betriebsprüfungen und auch auf die Erstellung der Umsatzsteuererklärung 2020 vorzubereiten, eine detaillierte Dokumentation aller unternommenen Schritte,
idealerweise schon im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldungen, damit man je nach Voranmeldezeitraum nachvollziehen kann, warum und welche Umsätze mit positiven und welche mit negativen Vorzeichen eingetragen wurden. Weiterhin ist insbesondere zum Jahresende jetzt wichtig, wir haben ja auch schon an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, laufende Verträge und Vorausrechnungen zu überprüfen, und zwar eben auch für nachträgliche Preiskorrekturen, seien es Jahresboni oder Rabatte oder Verrechnungspreiskorrekturen. Auch sollte der Blick auf die Lohnsteuer nicht ganz vergessen werden. Umsatzsteuer und Lohnsteuer hängen ja eng zusammen, weil die Umsatzsteuer teilweise Auswirkungen auf die lohnsteuerliche Bemessungsgrundlage für zum Beispiel Sachbezüge hat. Typischerweise wäre hier der Kfz-Sachbezug. Und schließlich und endlich sollte auch der Blick auf die notwendigen Systemumstellungen gerichtet werden, um ab dem 1. Januar 2021 dann wieder normal mit 19% oder 7% fakturieren zu können. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Fragen, die sich stellen, aber wir haben hier die aus unserer Sicht wichtigsten Punkte für Sie aufgelistet. Falls im Nachgang hierzu noch Fragen bestehen, sprechen Sie uns natürlich gerne an. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.